Wir befinden uns hier in der Nähe der Wallwitzburg und des Wallwitzhafens auf der ehemaligen Bahnstrecke, die 2010 zurückgebaut wurde. Dort hat die Deutsche Bahn, also nicht Samen, sondern Wurzelstücke von dem sogenannten japanischen Staudengrötrich verteilt. Und wir sehen hier diese kleinen Pflänzchen, die aber bis zu 2, 3 Meter hoch werden können. Und hier, wo diese Löcher sind, haben wir in den letzten Jahren die schon 2 oder 3 Mal ausgebuddelt. Das heißt, man versucht durch Entnahme der Pflanzen diese zurückzudrängen, was auch wirklich vom Erfolg gekrönt ist. Man hat dann teilweise nur noch einzelne, ich zeige es mal kurz, die dann irgendwo noch rausgucken. Also hier zum Beispiel hat man mal eine vergessen, die guckt dann wieder raus. Ansonsten ist der Bereich hier hinten relativ sauber, es sind wirklich nur einzelne Pflänzchen. Hier zum Beispiel nochmal, wirklich ganz klein, ich halte mal meine Hand daneben. Also die können, wie gesagt, 3 Meter hoch werden jetzt im Verlauf des Sommers. Gott sei Dank fressen die Wildschweine die auch sehr gerne und die haben hier auch rumgewühlt und sich die Knollen rausgeholt. Das spielt uns in die Hände. Ich gehe mal den Bereich hier noch weiter. Jetzt muss man sich vorstellen, dass hier entlang dieses Wildschutzzaunes, hier hat die Bahn quasi die ehemalige Bahnstrecke wieder aufgeforstet. Entlang des Wildschutzzauns war das überall verteilt. Und hier haben wir ein größeres Exemplar, was da frisch rauswächst. Aufgrund von diesem Zaun hat man das scheinbar hier vergessen auszubuddeln. Wir würden jetzt quasi in den nächsten Tagen ja auch nochmal eine Aktion starten, um das wirklich dauerhaft zu bekämpfen. Ja, also man kann es auch einfach totspritzen, das geht auch. Aber der Einsatz von Glyphosat steht ja zurzeit in der Diskussion, deswegen muss man das nicht unbedingt tun. Und wenn man jetzt hier sieht, ich gehe jetzt hier die ganze Strecke lang, hier war überall, waren hier welche und ich kann zurzeit keine entdecken. Das ist erstaunlich. Ja, also wir befinden uns unmittelbar neben der neuen Bahnstrecke. Und direkt daneben war die alte Bahnstrecke und damit man quasi die neue Bahnstrecke zeitgleich bauen konnte, hat man quasi neben der alten Bahnstrecke gebaut. Ja, ich versuche jetzt hier wie so ein Spürhund nochmal was zu finden. Hier war nochmal eine Stelle vom Staudenhöterich. Hier sind mal abgesenzten. Hier kommen ein paar ganz, ganz kleine raus. Aber mal sehen. Hier ist ein größerer, den man vergessen hat. Hier sieht man den großen, so groß kann das werden. Und hier unten sind dann hier so ein paar so eine kleinen Teile. Und man kann die quasi eben, wie gesagt, entweder totspritzen oder indem man sie immer wieder ausgräbt. Das geht auch. Deswegen, wenn man sie dann ausgegraben hat, auf keinen Fall in Kompost tun, sondern man muss sie dann definitiv verbrennen. Entweder selbst verbrennen oder in die Mülltonne machen, die Restmülltonne. Wenn man sich sicher ist, dass die Tonne auch wirklich verbrannt wird, also dass sie nicht. Dass die nicht kompostiert wird. Hier auch wieder ein kleiner. Es sind noch ein paar kleine, aber man hat also die Löcher noch von unserem Ausbuddeln sind noch da. Und wenn man, umso tiefer man ausbuddelt, umso höher ist die Chance. Also hier ist ein Loch, da ist gar nichts nachgekommen bisher. Hier ist auch ein Loch. Da ist auch noch nichts nachgekommen bisher. Hier ist ein Loch, da ist was nachgekommen, aber da hat man auch nicht komplett alles entfernt. Hier sind noch alte. Ja, also da sieht man noch, diese, das die spare sieht das dann aus. Ja, also ich kriege die jetzt auch ab, um die einfach ein bisschen zu schwächen. Und da reicht ein ganz kleines Stückchen von diesen Wurzelballen. Hier hat man noch einen größeren Bereich. Hier hat man also das nicht richtig ausgebuddelt. Hier sieht man es richtig. Wahrscheinlich haben wir den vergessen. Der ist relativ weit hinten. Und da steht er auch also noch. Also man sieht hier auch noch die alten. Hier sind sie noch. Und da kommen die neuen, die jetzt einfach nochmal abreiße. Ich eh dahin bin. Einfach um die Pflanze ein bisschen zu schwächen, dass sie kein Chlorophyll produzieren kann. Ja, hier hinten auch nochmal. Genau. Ich würde das Video jetzt beenden, würde meine hier noch mal weitermachen und würde dann noch mal aufrufen zu solchen Aktionen, dass man das hier noch mal entfernt. Ja, also hier liegt zum Beispiel auch einfach was einfach an Rand geschmissen. Ja, also man kann es natürlich auch einfach in die Nähe der Bahnstrecke schmeißen, weil da wird eh Glyphosat regelmäßig ausgebracht. Also alles, was direkt an der Bahnstrecke liegt, stirbt sowieso. So, jetzt sind wir in einem Bereich. Auch eine ehemalige Bahnstrecke, die zurückgebaut wurde. Alles im Verlauf zwischen Dessau und Roßlau. Und hier sieht man, was passiert, wenn man es nicht bekämpft. Ja, also dann kommen hier wirklich richtig große Strünker raus, die man ja wirklich im Stück, sagen wir mal, ausbaggern muss. Oder man, es gibt jetzt das sogenannte Verfahren, dass man versucht, mit heißem Wasser, also mit Wasserdampf, das zu be. Das sind quasi Dorne, die in den Boden reingeschoben werden und dann wird das quasi verödet. Ja, also hier ist mal so eine Pflanze, wenn gar nichts gemacht wurde. Ja, also das sind richtige Sträucher. Ja, also das ist größer als ich jetzt. Man sieht dann innen drinne, wie die neuen von diesem Jahr schon viel stärker rauskommen als die, die wir behandelt haben. Ja, und deswegen hat man jetzt hier einen Bereich, wo man wirklich was schaffen könnte. Man muss eben bloß
loslegen. Das sind wirklich kleine Bereiche. Das ist also keine Wälder, sondern wirklich nur kleine Bereiche. Ja, also hier links zum Beispiel ist überhaupt nichts zu sehen. Ja, und das Mindeste ist, dass man es wenigstens einmal im Jahr abschneidet. Ja, wenn man es öfters im Jahr abschneidet, immer wieder wegmäht, dann kann man es auch sehr stark schwächen.